Yo, Peace, Leute, und willkommen zum ersten Part meines neuen Nebenprojekts, und zwar Murdered Soul Suspect. Wir drücken erstmal X, damit wir ins normale Hauptmenü kommen und ein bisschen Musik dazu haben. Genau, wunderbar, da läuft eine schöne musikalische Unterlegung. Murdered Soul Suspect, ein Spiel, gepublished von Square Enix, ist, glaube ich, so Ende 2014 erschienen, also ein recht alter Titel für die PS4, kann man ja schon sagen. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich muss dieses Spiel unbedingt mal spielen. Ich habe schon so ein Drittel, ja, so in etwa vom Spiel gesehen, und es hat mich super, super geflasht. Das Spiel ist ein Action-Adventure, wobei ich das Action eher klein schreiben würde, also mehr ein Adventure. Ich kenne, wie gesagt, ein bisschen die Story und ein bisschen das Gameplay, aber das wird uns nicht daran hindern, dieses Spiel zu erleben, hoffe ich doch einfach mal. Und ich würde sagen, ohne lang rumzulaufen, ah doch, eine Sache noch, und zwar das Projekt kommt wie jedes zweite Projekt jeden zweiten Tag um 18 Uhr, aber nur mit 20 Minuten Folgen circa, nicht mit 30 Minuten. Einfach weil das Spiel nicht allzu lang ist. 6 Stunden, schätze ich, circa. Und wir doch ein bisschen was davon haben möchten. Von der Partzahl her, ne? Und das werde ich jetzt, glaube ich, auch bei zwei Projekten grundsätzlich so machen, dass ich 20 Minuten Parts mache, sei denn bei großen RPGs wie Witcher oder so, weil da kommst du mit 20 Minuten Parts einfach nirgendwo hin. Ich würde sagen, lang genug rumgelabert. Eine Minute 30 schon wieder. Neues Spiel. Und Intro-Sequenz. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silence. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols beim Ebenfalls ein Rätsel. Des Salem Police Department drückte uns jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde hinterlassen. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich habe meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia? Nein, bleib bei mir! Bleib bei mir! Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten.
Eine großartige Intro-Sequenz, wenn ich das einfach mal so erwähnen darf. Und jetzt sollen wir auf die Tür zu gehen. Wir haben diesen Sturz aus dem, was weiß ich, wievielten Stock überlebt. Und jetzt geht es natürlich drum, wie er schon gesagt hat, jeden Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, der wird dir in den Arsch treten, Mann. Ist doch einfach true. True. So, jetzt dreht die Tür ein und macht den fertig, ey. Öffnen, okay. Verdammt abgeschlossen. Okay, huch. Funktioniert das? Okay. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Aufgepasst, oh Lady. Ja, dankeschön. Nein. Deshalb, oh Gott. Okay, wir sollen unser Gesicht greifen. Wir leben noch. Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Ach, ist das gut. Das ist gut, das ist ein schönes. Das ist Gameplay-Element, wie Hilfe. Oh, so. Okay. Deswegen muss man da nicht allzu genau sein. Okay, und unseren Kopf. Hinlegen und ein bisschen nach. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Ruft die alte Dame nicht irgendwie den Notarzt oder sowas? Hauptsache, die Kippe noch in den Mund nehmen, das ist das Wichtigste. Ronan, das bringt nicht allzu viel. Neues Ziel, gehe auf das Licht zu. Die Kamera justieren, das habe ich mir schon fast gedacht. Kann ich sprinten oder so? Geh nicht auf das Licht zu, Ronan. Das ist ein bisschen Klischee hier, das Licht, auf das man zugeht. Ah, unsere... Ich kann nicht glauben, Frau, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ja, Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein. Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal.
Wir sehen uns wieder, Liebster. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Reden. Also, Ronan. Hey Mann. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nee. Jetzt versuch das noch bei ihr. Sieh da, bitte. Auch das wird nicht funktionieren, Ronan. Verdammt. Hey, du. Hey, hörst du mich? Komm zurück. Die hat mich anscheinend gehört. Er ist noch warm. Aber weiß er wirklich nicht, was das nicht abgeschlossen ist? Ich meine, ist doch relativ klar, was nicht abgeschlossen ist. Und zwar sein Mordfall. Also ich meine, er ist ja Detective. Also sowas viel kann man auch vorwegnehmen. Also es wird kein Detective-Spiel der normalen Art, sagen wir es mal so. Ein Geist kann durch Objekte der realen Welt hindurchgehen. Auch durch diese Mülltonne hier. Ja, tatsächlich. Warum kann ich hier nicht durch? Durch die Wand? Aber durch den Zaun kann ich. Immerhin. Kann ich hier durch? Nee. Boah, die Tür, Alter, was geht? Oh, ich will da gar nicht durch. Ich weiß nicht, was mit der Tür abgeht. Das war ein ziemlich sicker Move. Junges Mädchen. Also. Ach, krass. Könntest du jetzt. Kann ich nicht sprinten? Ich werde dich doch wohl kriegen können. Ich meine, das ist ein kleines Mädchen. Und die hat's gerade. Oh, guck mal, hier kann man auch lang. Kann man da. Kann man sich. Oh Gott, das ist ein Modus. Hilfe. Okay, kann man sich Sachen ansehen. Das ist ein Teddybär. Okay, das ist so ein, ja, okay, so ein First-Person-Modus, wo man sich Sachen ansehen kann. Okay. Wie zum Beispiel diesen wunderschönen Reifen hier. Krass. Kauft allein bei Bridgestone. Ist überhaupt ein Reifenlieferant? Ich hab keine Ahnung. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Ich nehm's schon ziemlich persönlich. Wenn die Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Sonst sogar, wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Ja, ein kleines Dialogsystem besitzt das Ganze auch. Was ich wissen möchte, was meinst du mit Gaben? Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen? Wie konnte ich eingeschlossen werden? Ja, warum kann ich nicht durch alles durchgehen? Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Okay. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Okay. Ich habe nur Probleme reinzukommen dann. Die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Ja, das hoffe ich doch einfach mal. Geisterfähigkeiten, Informationen. Okay, huhuhiha. Alle Rahmen der Ermittlungen entdeckten Hinweise werden hier gesammelt. Zieh öfter mal rein, um dich an Informationen zu hinweisen und ihre Fundorte zu erinnern. Meine Fähigkeiten aus dem Leben sind mir auch im Tod nützlich. Manche Fähigkeiten sind verbreitet, manche sind einzigartig. Geistermilch, was? Ach so. Okay. Was ich auch. Also du wolltest mich was fragen. Ganz ruhig. Also wir sind hier wohl in so einer Art Fegefeuer im positiven Sinn. Also es sei ja so, als ob wir. Dürfte ich jetzt bitte reden? Also, jetzt würden wir in den Himmel in Anführungszeichen gehen. Also, aber es ist wirklich halt wie so ein Fegefeuer. Sie hat auch gesagt, wir stecken. Junge Dame, wenn du mich jetzt noch einmal unterbrichst, dann raste ich komplett aus. Dürfte ich jetzt. Gut. Also, sowas. Halt, stopp! Es ist Obst.
Obst im Haus. Jetzt rede ich. Gut, schlechten Witz aus dem Jahre 2011 ist gebracht. So, abgecheckt. So, wir fragen, wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Sonst redet die Mino noch weiter zu. Wir reden danach dann einfach weiter nach diesem wunderschönen Gespräch. Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Wer sind diese anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche das ist eigentlich ein toller Grund zu existieren. Dämonische Bedrohung. Okay, kann ich mir also immer wieder, wenn ich nicht aufpasse, verzehrt mich ein Dämon. Okay, kann ich mir immer wieder, cooles Geräusch, alles reinziehen. Wie kann ich meine eigene Zukunft nehmen? Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Hier gefangen. Wenn ich kläre, was ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen. Für immer. Wir werden da, denke ich mal, nicht immer hingucken, aber also ab und zu mal. Muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Danke. Warte, ich muss noch mehr wissen. Nee, die hat keinen Bock mehr mit uns zu reden. Scheiße. Schicke Sache. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Ah, dieses kleine Mädchen ist schon fucking creepy und das Zeug da auf dem Boden auch. Aber das kleine Mädchen ist creepier, auf jeden Fall. Nicht geklärte Sachen. So, mein Typ hat mich kaltblütig erschossen, ist eher meine ungeklärte Sache. Ich würde sagen, ja. Ich würde grundsätzlich sagen, ja. Was ist jetzt mein Ziel? Kehre zum Tatort des Mordes zurück. Oh Gott, jetzt wollen sie hier meine Orientierungssinne testen, die ich ja natürlich übertrieben drauf habe. Okay. Wo, um zu rennen? Ah, okay, komm, wir können rennen. Ah, da höre ich auch schon Polizeisirenen, die wohl gerade an dem Ort unseres eigenen Mordes erscheinen. Stadt betreten. Ja. Ich schätze doch mal, dass wir das sollen. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Ein Geist erschrickt sich. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Ey, mein Hut, du kleiner, dreckiger Wichser. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Na, schön die Kippe durch den Kopf geschnipst. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter, hey, hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar, ich bin hier der Dumme. Na, du hast schön einen gepfeffert bekommen, absolut verdient. Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja, es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied. Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Das ist unser Schwager, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot.
Tu mir einen Gefallen, Carmen. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Okay. Ein rüchiger Mann. Okay. Finde die Spur des Mordes. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Untersuchen beginnen. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Okay, eine Zeugin auf jeden Fall. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Das können wir bestimmt als Geist herausfinden, oder? Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ich muss hier eine Spur finden. Ermittlung abschließen. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die Besitzergreifen-Fertigkeit nutzt. Okay. Zoom. Ja, genau, das kennen wir ja schon. Okay. Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Ich weiß. Hier scheinen anscheinend alle die ganze Zeit zu reden, deshalb drücke ich einfach mal das Pause-Menü. Und würde sagen, ich beende hier den ersten Part. Deshalb meinte ich Detective-Spiele im besonderen Sinne, wir klären nämlich unseren eigenen Mord auf in diesem Spiel. Was doch, finde ich, eine ganz schöne Idee eigentlich ist. Ich glaube, sie gab es schon mal irgendwie auf einer Nintendo-Konsole, so ein etwas älteres Spiel, aber trotzdem ist es eine schöne Idee. Ich hoffe, euch hat diese Part gefallen. Auch wenn ich kaum zum Reden komme, weil die ganze Zeit irgendwelche Leute labern mitten in den Dialogen, obwohl ich einfach nur irgendwas sagen möchte. Ich hoffe, euch hat es zum Gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und habt den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.